Naja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen zum Sonntag 18:18 auf dem Immorob-Kanal. Heute mal mit einem Thema, sag mal, eine Sondersendung ja quasi. Heute geht es nämlich darum, investieren ohne Altersgrenze. Wie Minderjährige theoretisch, junge Menschen trotzdem schon investieren können, nenne ich es mal. Warum machen wir das Video? Das war eigentlich gar nicht unbedingt mein Contentplan. Aber wir kriegen immer und immer wieder Anfragen, sowohl bei mir über Instagram oder hier auch in den Kommentaren von jungen Leuten, die sagen, naja, wie geht denn das? Ich bin 16, 15, 17 Jahre alt. Hab eigentlich Interesse an dem Thema und will schon was machen. Bevor ich vielleicht zwei, drei Sachen dazu sage, muss ich mal eine Geschichte erzählen. Bitte nie als Beispiel nehmen. Aber ich kannte mal so einen Jungen. Wir nennen ihn jetzt Bob. Der Immo-Bob. Der ist in die erste Klasse gekommen in der Grundschule und der wollte unbedingt so ein Lego-Spielzeug haben. Und weil den seine Eltern keine Knete hatten, hat er gedacht, verdammt, das kannst du denen nicht aufhalten. Und das war so ein Piratenschiff, hat so über 100 D-Mark noch gekostet. Da merkt man, alter Mann geworden, der Bob. Da hat er gesagt, wie kann ich mir das finanzieren? Und hatte dann folgende geile Idee. Seine Mutter, also von Bob, die war in so einem Laden und hat sich Kirschen gekauft. Und da gab es so eine kleine Schachtel, müsst ihr euch vorstellen, für 3 Mark. Da denkst, alter, 3 Mark, so eine Schachtel, Kirschen, das ist ja geistesgestört. Für mich, also für Bob als Kind. Und hat sich der Bob gedacht, ist sie bescheuert, ganz ehrlich, Kirschen gibt es auf jeder Ecke, der ist nämlich auf dem Land aufgewachsen und hat dann gesagt, wenn ich jetzt an so einem Kirschbaum vorbeilaufe, pflücke ich mir einfach die Kirschen und kann die ja dann weiterverkaufen. Also hat der Bob einen Tapeziertisch genommen, von der Mutti eine Tischdecke drüber gemacht und hat an so einem Chorhaus, wo so Chorgäste sind und viele Touristen, dann angefangen beutelweise für 2 Mark, 2,50 Mark so, kleine Beutel zu verkaufen. Der war mehr Inhalt wie in dieser 3-Mark-Packung, muss man sagen. Der hat quasi die Konkurrenz im Regen stehen lassen. Ne? Und ohne Spaß, der Bob hat in der ersten Klasse mit 7 Jahren quasi jeden Tag, wo er diesen Stand gemacht hat, 30, 40, 60, am Wochenende 70, 80 Mark verdient. Wo du denkst, okay, was hat der Bob an Taschengeld bekommen? Natürlich nichts. Wie gesagt, Eltern hatten keine Knete. Und selbst die Kinder, die welches bekommen haben, die haben vielleicht 5 Mark oder 10 Mark bekommen. Das heißt, was ich damit sagen will, man muss eigentlich nur kreativ sein und nach Wegen suchen. Es gibt immer eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das ist von Bob die Meinung gewesen damals und mittlerweile ist es meine Meinung genauso. Man muss einfach nur die Augen aufhalten. Jetzt ist es natürlich so, wenn du 16 Jahre alt bist, 15 Jahre alt bist, wird es für dich schwierig sein, eine Immobilie zu kaufen. Ganz normal. Aber vielleicht kannst du ja deine Eltern davon zu überzeugen, wenn du sagst, ich habe mir vom Jugendweihegeld noch 500 Euro übrig, mal mein Garagenvideo gucken und dann sagen, hey Papa, ich will so eine Garage machen. Weil das, was der Rob hier erzählt, das finde ich cool, will ich probieren. Und in einem Jahr oder anderthalb Jahren habe ich das Geld schon quasi wieder rein und die Garage, die mir jeden Monat eine Miete bringt. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Klassiker natürlich, Zeitung austragen. Wird immer ein bisschen belächelt, weil da keiner so richtig Bock drauf hat. Aber ich zum Beispiel, ich war nie wieder Bob, der einfach geklaute Kirschen verkauft hat. Ich habe aber meiner Jugend tatsächlich Zeitungen ausgetragen und Werbeprospekte und habe mir dort einfach was dazu verdient. Weil eins ist natürlich Fakt, ganz, ganz viele Menschen, die finanziell erfolgreich sind, die also im Investment gut sind, die haben das einfach drin. Die haben jung angefangen, A, zu sparen, die Kohle nicht zum Fenster rauszuhauen. Das ist sowieso mein absoluter Nummer 1 Tipp. Wenn du das Geld einmal ausgibst, übrigens auch der Bob hat sich das Schiff zwar gekauft, aber hat den Rest der Kohle nie auf den Kopf gehauen, sondern immer schön gespart. Ne? Der schreibt bald ein Buch, da kann man das auch nochmal nachlesen. Das heißt, auch du solltest überlegen, okay, Jugendweihegeld, Taschengeld etc. Musst du immer alles ausgeben oder fängst du an zu sparen? Machst du jetzt noch einen coolen Nebenjob, wie gesagt, meinetwegen Zeitung austragen, dann ist es natürlich auch dort die Möglichkeit, auch wenn es nie viel ist, auch vielleicht 100 oder 200 Euro im Monat dir dazu zu verdienen. Des Weiteren, ich hatte einen Onkel, der hat so eine kleine Abrissfirma, habe ich in den Ferien immer Abrissarbeiten gemacht. Das heißt, ich bin auf die Baustelle gegangen, habe irgendwelche Wände eingekloppt und dann die Schutteimer geschleppt und habe dafür 3 Euro dann schon die Stunde bekommen. Und ja, war für mich in den Ferien eine geile Alternative, anstatt nur faul rumzusitzen. Habe ich jeden Tag gemacht, die kompletten 6 Wochen Sommerferien zum Beispiel. So lange, bis mein Fahrlehrer gesagt hat, hier, kann das sein, dass dein Onkel dich abzieht? 3 Euro die Stunde, also wenn du bei mir ein bisschen im Treppenhaus was machst, einen Garten machst, müssen noch 2 Bäume gefällt werden, kriegst 6 Euro die Stunde. Habe ich halt für meinen Fahrlehrer angefangen zu machen. Das heißt, es gibt Jobs, es gibt Möglichkeiten, selbst bei Leuten, die du kennst, vielleicht einfach immer was zu tun, fleißig zu sein, dir damit Geld zu verdienen, um dann ein Startkapital zu haben. Weil wenn du dann 18, 19, 20 Jahre alt bist und hast die ersten 5, 6, 7, 8.000 Euro auf der Seite, dann hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Zum einen kannst du vielleicht die eine oder andere Garage kaufen, kannst also finanziell in Vorleistung gehen und musst nie überlegen, wo nimmst du jetzt das Geld her.
Zum anderen kannst du natürlich Möglichkeiten wie eine Werbekampagne fahren, suche Garage. Kannst du bei Facebook zum Beispiel machen. Oder wie gesagt, druckst davon deine Flyer oder. Machst eine kleine Anzeige in eine Zeitung. Du hast also Startkapital. Wie du das dann verwendest, das kannst du selber entscheiden. Aber du hast erstmal überhaupt die Möglichkeit, was zu tun. Nächster wichtiger Punkt ist, sobald es geht, wie gesagt, das Ganze natürlich zu hebeln, weil dort liegt der große Gewinn. Ich zeige euch das immer wieder. Bei allen Immobilienprojekten, was ja maßgeblich unsere Arbeit ist, nehmen wir natürlich eine Bankfinanzierung. Ich sage dir, wenn du noch zu jung bist, kannst du natürlich jetzt nicht zur Bank gehen, mit 18 Jahren in der Ausbildung eine Finanzierung nehmen. Deswegen ist das Eigenkapital an der Stelle so wichtig. Weil mit 3-4 Garagen zum Beispiel und 200 Euro zusätzlich hast du natürlich ein ganz anderes Einkommen und ganz andere Möglichkeiten. Und auch während der Ausbildung, meine eigene Auszubildende zum Beispiel, die hat sich während ihrer Ausbildungszeit hier knapp 10.000 Euro in den 3 Jahren angespart. Und wie hat sie das gemacht? Die hatte die kompletten 3 Jahre immer einen Nebenjob, ist abends Kellnern gegangen. Finde ich eine super, super Sache und die war trotzdem im Urlaub. Das heißt, die hat sich mehr gegönnt wie vielleicht andere Auszubildende. Und war von dem Trinkgeld und den 450 Euro, die sie da bekommen hat, hat sie sich 10.000 Euro ansparen können. Jetzt ist sie ausgelernt, verdient das Geld und könnte jetzt theoretisch schon bald ihre eigene Immobilie kaufen. Das heißt, genau das ist eigentlich wichtig, dass ihr euer Mindset in dem jungen Alter schon auf die richtige Seite stellt sozusagen, dass du weißt, okay, ich muss Geld verdienen, vielleicht auch mehr, muss mehr dafür tun, einen Teil meiner Freizeit dafür abgeben und mit dem Geld kann ich später was anfangen. Denn wenn du früh fleißig bist, kannst du dich auch zeitiger ausruhen. Ganz einfach. Letzter kleiner Tipp, was kann man noch so machen? Es gibt so Dinge, es gibt ja meinetwegen Altkleider oder Schrott, wenn man den jetzt findet. Also machen wir mal ein Beispiel, du bist irgendwo spazieren und du findest Altmetall, Kupfer. Gab es damals, wo ich das immer noch ab und zu gesammelt habe, 4 Euro, glaube ich, das Kilo. Ne? So. Wir haben teilweise Autos, da war ich gerade 19, glaube ich, Autos uns schenken lassen, sind also mit dem eigenen damals so eine 125er Moped da, rumgefahren und haben geguckt auf den Dörfern zum Beispiel im Umkreis von Dresden, ob es nicht irgendwelche Autos rumstehen auf dem Dorf, die abgemeldet sind. Und haben das sehr häufig festgestellt, dass es sowas gibt. Dann sind wir da hingegangen, klingeln, sagen, Mensch, wollen Sie zu welches Auto verkaufen? Wir suchen ein Auto, wir sind halt Fahranfänger. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele uns das Auto geschenkt haben. Und das stand halt bei dem im Garten, weil die Platz hatten. Und die haben gesagt, na gut, was sollen wir jetzt mit der Karre machen? Das kostet ja Geld mit dem Verschrotten. Wir haben gedacht, ja, ist klar, haben uns die Karre sozusagen geholt, haben die abgeschleppt in der Regel und Flüssigkeiten rausgenommen, Reifen abgemacht. Das kannst du auf dem Schrottplatz dann die Reifen natürlich erst runterschrauben, vorher die Flüssigkeit runter und hast für das Auto ja Kohle bekommen. Da gab es 100 Euro, glaube ich, die Tonne und wenn das Auto eben 1,3 Tonnen wiegt, dann hast du halt 130 Euro verdient mit dem alten Auto sozusagen. Und dafür, dass es halt einfach da abgeholt ist, bis rumgefahren ist. Das haben wir jeden Monat 2, 3, 4 Mal gemacht manchmal. Also gerade so meine Anfangszeit, wo ich meine Firma neu hatte, habe ich meine Freizeit damit verbracht, irgendwo an Kohle zu kommen. Was kann man noch machen? Es gibt oft Dinge bei eBay Kleinanzeigen, die zu verschenken sind. Lasst euch die doch schenken und verkauft sie. Es gibt Dinge, wo jemand sagt, ich will den alten Schrank nicht mehr haben, nehmt ihn doch und stellt ihn für 50 Euro wieder rein. Kann sein, dass es einen Monat dauert, kann sein, dass es 3 Tage dauert, kann sein, dass es ein halbes Jahr dauert. Aber irgendwann kommt jemand, der will den Schrank haben, der zahlt die 50 Euro. Und genauso, wenn ihr darüber nachdenkt, werden euch Möglichkeiten zum Investieren einfallen. Und vor allem, wenn ihr das hinbekommt, also als 15- oder 16-Jähriger, hin und wieder mal so eine Deals, ich nenne es mal Deals zu machen, irgendeinen alten Sessel bei Kleinanzeigen, holst du irgendwie mit dem Papa ab, machst den mal richtig schön sauber und verkaufst den dann für 50 Euro oder 60 oder 100 Euro wieder weiter. Küchen funktioniert auch wunderbar. Ne? Dann ist es für dich ein geiler Rendite und die Rendite ist ja brutal. Da machst du vielen, die arbeiten gehen, die vielleicht schon 30 sind und sich nicht mit dem Thema beschäftigen, denen machst du was vor, weil du geilere Deals machst wie die. Die legen ihre Kohle beim Allianzvertreter an und Ende. Wenn du aber dein Mindset so zeitig schon in die Richtung lenkst und sagst, okay, ich kann damit was anfangen, ich weiß, wie man aus Geld mehr Geld macht, dann kannst du aus meiner Sicht gar nicht unerfolgreich sein, wenn es dann soweit ist und du die finanziellen Mittel hast. Das heißt, Kopf auf die richtige Sache stellen, einstellen, viel damit beschäftigen, lesen, YouTube-Kanal vom Rob gucken zum Beispiel. Zweiter wichtiger Punkt, Kohle sparen, die du natürlich, Punkt 3, verdienst mit deiner Zeit am Anfang, die du dafür opferst und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Das heißt, egal wie alt man ist, es kann immer losgehen, wie gesagt, der Bob, den ich ganz gut kenne, der hat angefangen mit 7 Jahren in der ersten Klasse mit gefundenen Kirschen aus den verschiedenen Gärten seiner Umgebung ein Geschäftsmodell draus zu machen. Und deswegen, das kannst du auch. Mehr will ich dazu heute gar nicht sagen. Wir verabschieden uns jetzt. Ich muss ganz dringend zu einem Termin auf dem Golfplatz.
Und deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß heute, einen schönen Sonntagabend. Wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video. Euer Rob. Tschüss.